Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns, der Ashville-Vlog und von Marlies natürlich. Wir sind immer noch in unserem Hotel, beziehungsweise Pension ist es ja hier. Und wir haben jetzt gerade gefrühstückt, genau, richtig schön, mit Ei und alles. Genau, und jetzt sortieren wir unsere Sachen, weil wir jeden Moment losstarten wollen zur Messe. Wir haben es nämlich schon krasse, wie spät ist das? Es ist 8.40 Uhr. 8.40 Uhr, man sieht, das passt nicht, aber egal. So, genau, wir müssen um 9 da sein. Das heißt, wir müssen uns wirklich beeilen. Jetzt gucken wir mal noch, was ihr Baby gleich anziehen soll. Preis von Münster. Oh, hast du in Münster gekauft. So, und dann hat sie noch ihre Babytrage und hier unten haben wir unser Essen und die Kamera ist geladen und die andere Kamera ist auch geladen und alles fertig soweit. Also wir können losstarten und sind jetzt auch sehr aufgeregt. Also ich konnte sehr schlecht schlafen. Mal schauen, ich wie auch. Das so wird. Marlies auch. Aber das lag, glaube ich, eher im Bett, nicht an der Aufregung, oder? Ja, beides. Beides. Ja, wir sind wirklich sehr gespannt, wie das wird. Und ja, dann schauen wir gleich nochmal alle Hallen durch, weil wir haben ja den Bonus, dass wir Aussteller sind und deswegen noch schnell vorher reinhuschen können. Einmal überall gucken, ob uns was gefällt. Wir haben gestern schon geschaut, aber da waren noch nicht so viele, die aufgebaut hatten. Und genau, das zeigen wir euch aber gleich noch alles, wenn das noch alles schön leer ist da und nicht, wenn die ganzen Menschenmassen da sind. Aber genau, das seht ihr gleich. So, wir sind da. Los geht's. So, unser Stand ist noch eingepackt. Schnell los, los, los. Findest du? Oh, da ist der Feen. Frisch gemachte Haare. So, und wir warten jetzt. Stand ist soweit fertig und es geht jeden Moment los. Hier ist der Bündchen, hat auch frisch gemachte Haare natürlich. Wartet in seinem Haistrampler oder Delfine sind es ja. Seine Haijacke haben wir auch dabei. Genau, und jetzt warten wir. Ach, das ist aber lieb. Vielen Dank. Ich glaube, dein Baby ist gleich weg. Ich muss da mal hin. Schluss, dass wir uns da noch nicht so gut kannten. Oh, die sind so süß. Guck mal, den Thomas. Super süß. Hallo, meine Lieben. Wie ihr seht, sind wir wieder daheim und ja, ich habe wirklich total wenig in Ashville gevloggt. Es tut mir total leid. Ich habe es gerade gesehen, wie wenig da zustande kam. Aber ich dachte jetzt wo wir wieder zu Hause sind, zeige ich euch einfach mal die Ausbeute, was habe ich so gekauft. Und ich wollte euch mal so erzählen, wie es für mich als Aussteller war. Ja, ich habe einiges gekauft und nicht so viel verkauft. Aber da bin ich, ja, überhaupt nicht enttäuscht oder so drüber, sondern ich fand einfach die Erfahrung als Aussteller was ganz, ganz anderes und auch, ja, das sozusagen so hinter den Kulissen zu sehen, finde ich einfach auch super interessant. Und wir freuen uns auf nächstes Jahr. Ich habe mich schon angemeldet für nächstes Jahr und wir freuen uns riesig, dass wir nächstes Jahr wieder dabei sind. Es war wirklich richtig, richtig schön. Es hat super viel Spaß gemacht und ja, es war einfach eine super tolle Erfahrung. Und wie gesagt, ich würde es auf jeden Fall immer wieder machen und wir machen es nächstes Jahr auch nochmal. Das heißt, nächstes Jahr könnt ihr uns auch nochmal als Aussteller sehen, wenn wir da sind. Und jetzt wollte ich euch einmal kurz zeigen, was ich so, ja, noch mit nach Hause genommen habe und was wir noch so gekauft haben. Ja, natürlich, wie ihr mich kennt, gibt es Bausätze. Und ich habe mal wieder richtig zugeschlagen. Also, ich finde ja, also Bonnie Brown und so machen die schönsten Bausätze, die lassen sich am besten rebohren. Deswegen musste ich da auch wieder zuschlagen. Es ist jetzt dieser ganze Haufen geworden und hier sind auch noch zwei drinne. Und das zeige ich euch einmal alles. Diesen Bausatz hier, den kenne ich zum Beispiel noch gar nicht. Den habe ich jetzt einfach mal so entdeckt auf der Messe, beziehungsweise bei One to Real habe ich die Sachen gekauft. Und ja, den habe ich da gesehen und ich fand den einfach ganz süß. Und ich habe ihn sogar reborn auf der Messe gesehen. Also scheint wohl ein doch sehr bekannter Bausatz zu sein. Nur an mir ist er irgendwie vorbeigegangen. Ich kenne die Modelliererin auch gar nicht. Ja, aber genau, den haben wir mitgenommen. Das ist eine Limitierung von 135 von 950. Und es ist an sich eine ganz süße Maus.
Man sieht hier so ein bisschen das Gesicht. Und ich finde die ja total schnuckelig. Es ist kein Körper dabei, wie ich sehe. Aber da ja, werde ich mir dann noch einen Körper besorgen für. Aber die gefällt mir auf jeden Fall total gut. Und deswegen kam einmal sie mit. Dann habe ich mitgenommen bei Dolls Garden. Das ist mir letztes Jahr gar nicht aufgefallen, dass einer meiner Lieferanten, also Dolls Garden und What's So Real sind ja so meine Lieferanten oder da, wo ich immer einkaufe. Und dass Dolls Garden auch dort ist, das wusste ich gar nicht. Und deswegen, ja, habe ich jetzt auch hier wieder was gekauft. Einmal Sammy Joe. Den wollte ich nämlich schon vor ein paar Tagen auf eBay Kleinanzeigen kaufen. Aber da hat er 100 Euro gekostet und ich habe jetzt bezahlt 60 Euro. Das finde ich total in Ordnung. Und genau, das ist auch ein ganz süßes Gesichtchen hier. Und wie gesagt, den wollte ich schon vorher haben und habe ihn jetzt eben hier entdeckt und bin da auch total überrascht. So sieht der kleine Mann eben aus. Von Marita Winters, auch eine sehr, sehr schöne Künstlerin. Und der kam eben von Dolls Garden mit. Und des Weiteren von Dolls Garden kam dieser hier. Milo heißt der. Und der gefällt mir auch total gut. Heike Kolpin macht ja auch sehr, sehr schöne Babys. Und ja, mir hat dieses Grinsen einfach sehr gut gefallen. Seht ihr das? Ja, das hat mir einfach sehr gut gefallen. Ich fand das total süß. Und auch hier auf dem Bild hat er mir auf jeden Fall zugesagt. Ist auch eine Limitierung. Es gibt nur 444 davon. Und da freuen wir uns auf jeden Fall auch, wenn wir den mal rebornen lassen. Oder rebornen. Der hat auch nur 60 Euro gekostet. Finde ich auch völlig in Ordnung. Und deswegen kam der auch mit, wie gesagt, auch von Dolls Garden. So, dann habe ich noch mitgenommen bei One Surreal. Einen von Laura Lee Eels. Ich kann euch mal das Zertifikat zeigen. Und zwar es ist dieses hier, Indie heißt sie und die ist auch ganz, ganz bekannt. Und das war auch der letzte Borsus, den sie irgendwie da hatten. Sie hatten Torso dabei. Und dann eben natürlich die Körperteile. Hier im Torso ist noch der Körper und die Arme drin. Hier die Beine, hier das Gesichtchen. Und Laura Lee macht sowieso tolle Bausätze. Und ja, da kam jetzt eben der mit. Der hat gekostet 140 Euro. Dann kam auch wieder von Laura Lee mit Articus. Mit den offenen Augen, den wollte ich schon immer haben. Und jetzt habe ich ihn mir einfach mal gekauft. Auch der hat 140 Euro, kostet auch wieder ein Torso mit Körper, mit Pipi-Mann und ja, offene Augen. Da werde ich noch Augen bestellen. Aber der kam eben, wie gesagt, auch mit. Dann habe ich mitgenommen einen Lux. Der kostet 120 Euro oder hat gekostet. Und den, ja, reborn ich einfach total gerne. Und der ist so unglaublich schön. Den werde ich jetzt nicht zeitnah reborn, das steht auf jeden Fall fest. Weil ich möchte mich erst noch ein bisschen mehr verbessern. Und den Bausatz habe ich deswegen erstmal so, ja, für später auf, oder für später hebe ich ihn auf. Aber ja, auf jeden Fall auch ein sehr, sehr großer Favorit. Und deswegen musste er auch mit. Und da bin ich auch ganz froh, weil der ist ja schon wieder überall ausverkauft. Und da bin ich wirklich sehr, sehr froh, dass wir da noch einen bekommen haben. Auch von One to Real. Und dann kamen zweimal Saskia mit. Saskia ist ja auch jetzt leider ausverkauft. Und die beiden Bausätze, ich habe nämlich zwei Stück, habe ich jetzt eigentlich auch nur mitgenommen, um sie erstmal zu lagern. Ich finde den Bausatz total schön, er lässt sich richtig, richtig toll rebornen. Aber ich habe jetzt schon, glaube ich, drei Stück gemacht und ja, ich möchte jetzt erstmal keinen weiteren Saskia-Bausatz machen. Nur wenn ein Auftrag oder so kommt, dann würde ich eine machen. Aber im Moment sieht es nicht danach aus und dementsprechend werden die auch erstmal so wie Lux eingelagert und warten dann entweder, ja, bis ich sie reborne oder bis sie dann weiterverkauft werden. Das ist ja trotzdem ein sehr beliebter Bausatz. So, dann war das erstmal das hier. Und dann habe ich hier noch zwei. Einmal die Zertifikate sind hier. Die zeige ich euch gleich. Es sind auch zwei sehr, sehr beliebte Bausätze. Und vor allem auch zwei neue Bausätze.
Oder naja, der eine ist schon etwas älter. Ich packe die hier mal aus, dann seht ihr das viel, viel besser. So, genau. Wir haben hier einmal von Olga Auer den neuen Noel. Ich habe diesen Bausatz noch nie gesehen, außer auf dieser Messe. Also ich bin da irgendwie komplett dran vorbeigegangen und habe das irgendwie überhaupt nicht mitbekommen. Aber so ein süßer, das ist wirklich unfassbar. Und deswegen habe ich den jetzt gekauft, direkt bei Olga Auer persönlich. Und genau, wir haben hier Arme und Beine, einen Körper gab es dazu, der ist so mini. Oh mein Gott, das ist wirklich so krass. So ein Mini-Bausatz. Also er ist gar nicht so mini, aber der Körper ist eben sehr klein. Und genau, hier haben wir eben das Köpfchen, total süß. Der ist auch so schön, hier, wie nennt man das, modelliert. Total toll. Hier haben wir auch sein Zertifikat natürlich. Nämlich so sieht der aus. Und da haben wir auch die 995 von 1000. Und ich bereue es, dass ich nicht noch mehr Bausätze gekauft habe. Ultra schön, oder? Wirklich ein super, super schöner Bausatz. Und dann haben wir natürlich mitgenommen, auch von Olga Auer persönlich, den heiß begehrten Bausatz Thomas. Hier in der kleinen grimmigen Schnute sieht man das so ein bisschen. Der kleine Thomas. Auch der sehr limitiert und sehr, sehr beliebt. Einmal zum Körperteil und auch hier haben wir wieder ein Zertifikat. Nämlich dieses hier. Hier haben wir die Nummer 40 von 100. Also den gibt es wirklich nur 100 Mal. Und ja, da bin ich auch wirklich mehr als begeistert. Den haben wir jetzt eben auch nochmal. Und da bin ich auch sehr glücklich drüber. Und sonst haben wir nichts gekauft, außer noch diesen süßen Greifling für meine Tochter. Den fand ich einfach so süß mit diesen Öhrchen. Und der ist ganz blütig hier. Und genau, einfach so ein Ring mit so ein bisschen Plüsch dran und total cool irgendwie fürs Spielen nachher. Ich fand den einfach so unglaublich süß und deswegen musste er mit. Der doch nur 4 Euro kostet, deswegen habe ich da nichts zu gesagt. So, und dann habe ich noch hier so ein Mobile gekauft, auch für meine Tochter. Das fand ich einfach so unglaublich süß. Ich liebe sowieso so gehäkelte Sachen und ich fand das einfach so goldig. Und deswegen kam das auch noch mit. Das sind so kleine Wölkchen hier und hier sind so ein paar Blümchen dran und Sterne und ein Schäfchen, wie ihr gerade schon gesehen habt. Und ich fand das einfach so schön. Und jetzt hängt es erstmal hier und später kommt es dann entweder ins Babybett oder über den Wickeltisch. Aber ich fand das einfach so goldig. Das musste einfach mit. Oder? Schreibt es bitte in die Kommentare. Es hat gekostet 40 Euro, aber das finde ich auch in Ordnung, weil ich finde das einfach sauschön. Da gab es noch mehr, aber die waren leider alle für Jungs, also alle in Blau. Und das fand ich jetzt schon, ja, ganz süß. Schlicht und süß. Ja, hier sind die ganzen Babys, die noch übrig sind. Wir haben nur eins verkauft in Eschwege, aber das finde ich auch nicht so schlimm. Denn ich habe jetzt im Nachhinein noch 3 Stück verkauft. Also der Twin B ist bereits reserviert. Ethan ist bereits reserviert, die Saskia ist bereits reserviert und Noah und Liam auch schon. Also wir haben schon wieder einiges fast verkauft und der Rest findet auch noch irgendwann eine Mama und sonst bleiben sie eben hier, solange es riecht dieser Chaser. Bin ich gar nicht so traurig, dass er noch hier ist. Genau, und jetzt die liegen eben hier noch. Ja, meine Lieben, das war's. Das wollte ich euch jetzt einfach nochmal mitteilen und damit würde ich auch diesen Vlog beenden. Ich hoffe, euch hat es trotzdem so ein bisschen gefallen und dann würde ich einfach sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!